Und herzlich willkommen in der nächsten Aufnahme von S-Turnier. Wir hängen gleich nochmal dran. Wir machen jetzt den Marathon 8 voll am Stück S-Turnier-Aufnahme. Da ist der Zappel. Da kriege ich schon Anfälle. Ja, nächste Woche keine Monate zu Griff nehmen, oder? Wen du würdest oder was meinst du? Ja, ja, und dann bin ich auch noch eine Woche weg. Ja, ja, das ist. So, kann man jetzt damit weiterfahren? Nur tagsüber. Ja, so, nicht so. So, ich hau's da drauf. Okay, wir brauchen also zwei Raume und sozusagen dann nochmal Energiespeicher drauf. Das ist gut gemacht worden. Also, die Speicher wurden sehr, 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 sehr stark verkleinert. Also wirklich sehr stark. Fahren wir mit dem Teil da hinten zu dem Dingensbums, dann können wir gleich noch einen Wurfer machen. Da hinten zu dem, ne? Und so. Warte, wo ist die so das? Die Größe haben die mit. Damit du es auch bis da hinten schaffst. Am Berg ist nämlich. Ich finde nicht. Ja, braucht echt sofort eine Solarzelle oder was? Ja, das ist. Der Energiespeicher, ich finde. Ja, er war an sich recht groß, aber. Ich sag dir eins, ich kann nicht mal aus meiner Hülle raus mit dem Rover. Es war ein Angst, da rauszukommen, wo sie das Update gemacht haben. Hm. War das ein Akt, da rauszukommen. Der Energiespeicher ist viel zu klein jetzt, finde ich. Finde ich. Ich bin einfach nur verwöhnt, weil wir es gewohnt sind, dass das Teil halt fast unendlich Energie hat. Und eigentlich gibt es schon mehr Sinn, dass ein Auto ja Energie bekommen muss von irgendwo. Aber hätte ich es gewusst, hätte ich mich vielleicht nicht so drüber beschwert wie jetzt. Das ist schon ein bisschen sehr krass, wenn er die Energie so schnell verbraucht, aber das. Jetzt erst mal wieder dran gewöhnen. Mhm. Ich meine, dass jetzt die Steuerung jetzt nicht mehr so ja, ist wie vorher. Dass man echt dran getan wird. Ja. Nö. Irgendwie kommt. Ja, merkt's, das kommt noch. Ich fahr noch nach Hause. Mhm. Und nebenbei 10 Löcher rein. Wäre stromtypisch. Warum nicht, ne? Ich will nicht fahren, nein. Alter, was? Ich hoffe, der Sturm zieht nur vorbei. Okay, dann glaube ich nicht so wirklich. Ich fahre da rein. Tschüss. Ich fahre in den Sturm. So, wenn du so was dann noch in den Energie produzieren, schaffst du es auch. Aber sonst bist du am Arsch. Noch, wir haben das noch nicht gemacht. Schubdüse aktivieren. Was ich blöd finde, man kann die Schubdüse nicht mehr mal fahren, man da aktivieren. Das ist auch ruhig, wenn da kein Treibstoff dran ist. Ja, aber ich meine, man kann sich ja dann anvisieren. Ja, wenn der Treibstoff, also sobald der Treibstoff dran ist, dann geht die los. Man kann sie an- und ausschalten. Ja, jetzt, aber damals ging es glaube ich auch nicht. Nein, das haben wir jetzt auch nicht gefühlt. Ja, aber trotzdem ist es unruhig, du musst da aussteigen, das dann anmachen und hoffen, dass du schnell genug wieder ins Fahrzeug schaffst, bevor das am Rand der Garten ist und das nicht mehr findest. So, na, hier hätten wir auch nochmal Lubisch. Siehst du mich noch? Und doch, man sieht dich noch. Da kann ja auch schnell passieren, Verfahren hier in Estonia. Was halt auch nervig ist. Weil die können wir jetzt nicht einfach neu aufbauen. Oder? Nee, das geht ja jetzt noch. Naja, gut, ja, man kann was mitnehmen.
Jetzt. Ich meine, man kann ja den kleinen Fabrikator, den wir jetzt ehrlich selber auch machen. Achso, ja, stimmt, ja, man braucht. Ja, stimmt. War ja früher nicht so. Man musste ja Sachen im Inventar aufbauen. Sauerstoffzufuhr. Du hast Glück, dass du es noch bis zur Basis geschafft hast. Es ist Nacht. Das wäre wieder seine Teil. Das muss man auch dafür achten. Ja, jetzt schon. Früher war alles besser. Nein, wir haben keinen Frosch mehr. Das könnten wir machen, wenn wir da der zweite davon fertig wäre, dann müssten wir die Bedrängung halt mitschleppen. Müsste einer sonst mal ein paar holen davon. Weil in der Höhle sind ein paar. Wie schnell der auch gerade ist. Trotz maximaler Energie. Ich glaube, der kann einfach nicht genug Energie durch dieses eine Kabel transferieren, wenn wir noch. Guck, der kann nur Hälfte. So. Er geht einfach nicht durchs Kabel, das heißt. Zweiter Rohr beim Bau. Muss ja mal gucken. Ich die ersten Folgen, ja, dann, ich glaube, wenn die hier mit fertig sind, dann würde ich wohl die vollen Namen dann erstmal machen. Mit der Folge oder? Die vollen, wenn wir mit den Folgen jetzt noch mit denen. Ja. Das sind ja jetzt und dann nach der noch die drei vollen. Halleluja. Ah gut, das Spiel ist gut, also. Ne, so eine Aufnahmesession, dann so. Eine Aufnahmesession und dann gibt es keine volle Aufnahmesession mehr. Fordere es nicht heraus. Das traue ich uns noch zu. Ja. Mehr Energie. Wie könnte das schon mal passieren, weil man muss leider sagen, ich meine, ohne dass man sich jetzt sozusagen Sachen vornimmt, irgendwie, wenn das jetzt wirklich besser läuft mit dem Fahrzeugsystem, dass man sich eine Rennstrecke vielleicht sowas macht. Hast du noch Gemisch? Für was? Ja, ich glaube, du noch zwei Gemisch hast. Aber ja, den zweiten machen. Nee, ja, wir haben ja noch einen Sitz von, wir haben ja noch ganz lange schon einen Sitz, da haben wir eben gefunden in irgendeinem Dingsbums. So, passt. Jetzt bräuchten wir vielleicht noch zwei. Ja. Und eine Solarzelle. Ja, parken wir die mal ein bisschen weiter weg. Was wir den. Aber ich finde es gut, dass die Steuerung jetzt richtig gemacht ist, weil da können wir wirklich vielleicht später mal Rennen machen. Mit Beacons. Oder so. Ich muss mich jetzt ein bisschen dran gewöhnen. Ich hab mich. Ich nicht, ich habe vor kurzem Need for Speed gespielt. Das ist fast dasselbe. Jetzt aber wie so funktioniert die Steuerung. Weil ich bin ja nicht sehr daran gewöhnt, ich hab's ja. Ist mir eigentlich auch relativ gut damit. Ja, aber es war halt immer so. Naja, kein anderes Spiel hat diese Art auch geschaut, oder? Deswegen. Solarpanel liefert keine Energie, das ist ein Solarpanel.
Kupfer fehlt noch, oder wie? Ja, normaler Hit haben wir nicht mehr an Bord. Wir haben 2 Lithium an Bord. Nein, 3 Lithium. Sogar. Später werden wir irgendwann so ein Druckerförderband haben. Und wir ganz viele Sachen gleichzeitig drucken. Die sieht ja aus, eigentlich diese. Was denn? Das hier, die Plattformart. Plattform C, ja. Guck mal, da können wir in der Mitte halt eine Fabrik, also so eine Fabrikdingsbums stellen und außenrum die Ressourcen. Das wäre für den Drucker praktisch. Zum Beispiel, kannst du denn Dings kurz umpacken? Ja, wenn ich da abkommst, muss man kurz. Okay. Guck mal, was sind wir? Ja, ha, wenn da noch Lager dran gehen. Nee, ich glaube nicht, die gehen doch nur auf diese. Ja, die sind zu nah nebeneinander auch dafür. Gehen die nur auf diese Teil, wo so ein Strich dazwischen ist, also diese. Weiß schon, was ich meine. Ja, siehst du. Okay, wer will dann in die Höhle fahren? Und dann mal die Ressourcen abholen? Ich meine, die. Erzflug. Kannst du ruhig machen? Ja, wenn du dich für Höhle von Sturm und Sicherheit bringst, du. Naja, das hab ich. Ich glaube, ich pack den aber lieber draußen, den Rover. Ja. Ich fahr jetzt nicht mehr mit den rein, ey. Der Schirm zieht auch noch vorbei, glaube ich. Ja, ich glaube, weil an sich. Was denkst du, mit wie viel Folgen könnt ihr denn rechnen hierbei? 20 vielleicht. Erstmal. Sagen wir mal 30 oder so, sozusagen. Ja, zumindest für die erste Staffel, weil später wird es ja bestimmt noch mehr geben. Dann machen wir mal wieder was. Ja, von deiner Seite die erste, hier die zweite. Ja, ab einem gewissen Punkt kann man hier nichts mehr machen, ne? Ja, ja, oder auf die anderen Planeten sozusagen sich aufbauen. Ja, vielleicht machen wir das hier noch, oder? Ja, den Wüsten, eine zu diesen. Vielleicht ein paar. Es wird ja unterschiedlich schwer bei den ganzen Planeten, oder? Ja, der Wüstenhaft ist der schlimmste, glaube ich. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einfach mal alle Planeten, oder? Also, mal gucken. Aber. Könnten wir vielleicht machen. Oder? Schadet nicht. Malahit vielleicht? Ja, warum nicht? Warum? Malahit ist gerade vor mir. Nämlich. Ja, aber. Ja, dann. Aus diesen Quellen tritt. Nimmt man denn hier meistens nur gerade Zahl raus? Ja. So, dann könnte ich jetzt mal nach Forschungsknüppel. Vielleicht gehe jetzt noch mal kurz nach ganz unten in die Höhle zum grünen Bereich. Vielleicht finde ich da noch mal ein paar Leute. Einfach verschollene Estraniere. Wer weiß. Wenn ich nach den Folgen über die Schlimmes spiele, mal nach den ganzen vollen Namen anschauen, mal gucken, die fanden ja, die zu den Folgen gehören. An sich würde ja dann auch von Star Wars noch was fehlen, sozusagen. Dafür muss ich den aufnehmen, weil das man vielleicht sein Morden. Ja. Ich meine, später ja noch. Ja, später, stimmt.
ich will ja danach vielleicht noch Rückschluss aufnehmen, weil das muss um 18 Uhr dann morgen, übermorgen online sein. Man merkt, dass es schon spät ist. Hamster sind schon wach. Ja. Gut, der ist auch morgens früh wach. Ja, wir hatten uns sonst nicht auch, weil es sich dran gewöhnt hat, wo wir wach sind, sonst hätten wir dann irgendwas tritt. Ja, der hier ist ja recht jung, deswegen. Der andere, der war ja auch die ganze tagsüber wach. Schlimm, den habe ich ja, glaube ich, noch nie gesehen. Nee. Ja, du hast ja noch nie gesehen, wie es jetzt hier bei mir aussieht. Seit ich umgestellt habe. Ja. Das hier ist, ja, halt, konnten halt so sein, wie wir es ja machen, wie in den Server sozusagen. Ich meine, wenn die Geldsache, ja. Wenn die ihn zu dritt bezahlen oder ob wir ihn zu viert bezahlen, steht immer noch nicht fest. Das habe ich jetzt vergessen, ihn zu fragen. Wollte ich jetzt nicht in der Aufnahme fragen. Ist mir ein bisschen blöd vor, in der Aufnahme das zu fragen. Ja, das ist. Aber wenn es den Aufnahmeserver betrifft. Ja. Ja, er ist halt auch sonst nie drinne. Den musst du immer anschreien, dass du mal reinkommt. Das heißt, der hat doch nichts darüber reden. Also er will mitmachen, aber irgendwie halt nicht, oder wie? Ich meine, er ist sonst eigentlich. Ich meine, dass er an sich eigentlich nur auf Discord ist, wenn man ihn anschreibt. Er ist sonst nicht auf Discord. Weil er sagt, er hat nichts zu besprechen. Ich weiß nicht, was er reden soll, sondern das sind die, dann tun wir nicht drauf. Sonst. Oder sowas in den Fähr, sagt der immer. Oh. Was sind praktische Fotos? Einmal was hast du gefunden? Ein Forschstüppel und direkt daneben noch Nest von dir. Und was hat er dir? Ich muss mal runter, schon den muss halt mal, müssen wir mich mit näher anbauen. Ich bin zu weit entfernt von denen. Ich nehme an, ich muss einfach der Sauerstoffleitung folgen. Und ich nehme an, das war ein Jahr. Oh, ein paar Balls. Schon wieder Feuerwerk. Ja, ich war das nicht. Schon wieder eine Energiezelle hat der auch wieder. Ich komme. Und Ball. Oh, hier liegt ein. Mach ich ihn noch rum. Liegt immer noch rum. Ja, die spawnen irgendwie, glaube ich, nicht so schnell. Wo du das erste Mal hier unten in der Höhle kapiert bist, liegst du noch rum. So, ich hab jetzt drei. Ich hab ein paar Verbindungen, ich kann noch ein bisschen weiterlaufen. Ich hab drei Stacks Verbindungen. Hm. Auch ein bisschen Kupfer. Was ich am liebsten nicht auch mal let's playen würde, aber was halt sozusagen halt auch erst gehen würde, wenn es sozusagen mal den Shop wieder öffnet. Cube World. Also sicher eigentlich ja auch ein MMO, sicher kann ein endlos MMO sein soll. Die Entwickler machen ja aktuell nicht so wirklich weiter anscheinend. Tja. Lieber so setzen, dass ich ihn nur ab und zu hört, auch wenn er nicht die ganze Zeit am Hamsterrad will ist, oder? Ja, manchmal ist ein bisschen lauter, meine ich. Ne? Ja. Oh, Energiezellen, Verbindungspaket und Verbindungspaket gefunden. Cool. Was für den anderen gefunden gerade? Ja, den habe ich jetzt mal kurz eingebuddelt. Also, knüppel jetzt mal aus der Höhle raus. Der Vorschnitt sieht komisch aus. Da müsstest du mir doch gleich ins King. Müssten wir schon aneinander vorbeigelaufen sein. Ja, nee, der war in einer anderen Richtung. Ach so, woanders wurde. Ja. Dann habe ich die Leitung verpasst. Alter, wie zu alt sind wir bei 2 Uhr? Wir haben 1.33 Uhr. Passiert. Und dabei muss man ja auch noch bedenken, alle voll müssen eigentlich noch sonst, dann sieht das Import sonst auch sofort drin ertrinken. Ach, da ist noch 30. Und das Nervige ist halt sozusagen, dass ich das Programm jetzt nicht sagen kann, dass er die mehrmals in die alle hintereinander reinhaut. Das ist nervig bei dem Programm. Das klingt tatsächlich nicht so toll. Ja, ich glaube, wenn man die Pro-Version läuft, dann vielleicht.
Aber aktuell nicht. Aktuell kaufe ich mir jetzt nicht. Das Service muss man dann schon nebenbei noch ziehen davon. Den ich wohl dann vielleicht mal weitermachen, wenn ich sozusagen. Wenn die Vollen sich wenden, dann werde ich nebenbei am Server weiterarbeiten. Mhm. Weißt du, soll ich noch einen langen wach bleiben oder weiß ich nicht? Wenn die Vollen fertig sind. Wenn die fertig sind, werde ich erstmal. Ben. Hätte auch Sinn, dass du dann schon deine Vollen holen willst, schon. Ja, die lade ich vielleicht nebenbei hoch, muss ich mal gucken. Ein paar wollte ich noch ein bisschen bearbeiten, vielleicht. Wegen Intro, da habe ich auf Start gedrückt, also auf Aufnahme starten gedrückt und dann bin ich instant losgelabert, da wollte ich vielleicht noch ein paar Sekunden wegschneiden, dass ein bisschen besser ist. Wenn ich jetzt mal so ewig lang nichts ist. Ich hab teilweise solche Starts, die erste Folge von der Filmwiesaufnahme heute ist eine Stunde lang, ja. Hm. Weil es einfach der einfach eine Zeit, in der gekommen ist, sozusagen. Hallo, da hinten unten hinten. Was? Du bist da weiter unten, oder? Gerade im Tunnel. Wo du ja alles trainierst. Ja. Ja, ich probiere dort. Sehe ich nicht. Ich weiter oben, wo der Vorschuss drüber lag. Oh. Ja, ich bin schon bei der. Grauen Brücke gerade. So. Ja, weil er an sich eigentlich sich ein bisschen drum gekämpft hat, bis er mal die Aufnahme mal gestartet hat. Das nervt er, weil es in die eine Art von Hinterläuse. Also, er ist schlimm zum Aufnehmen. Das weiß ich schon. Hey. Also wenn ich so drüber nachdenke, bin ich echt froh, dass ich bei dem Projekt nicht direkt dabei bin. Ja, und bei der Peter hat die Folge auch sozusagen nicht geredet, weil er ist ja im Wohnzimmer, wie der weiß, und seine Eltern schauen WM. Da ist ein bisschen leise im Wohnzimmer. Deswegen hat er sozusagen nichts zu sagen, die Folgen. Kann man auch verstehen. Ja. Hat keinen Bock, weil man hört die Eltern ja schon ab und zu mal, aber dann. Achtung, Flachwitz, in dem Fall kann man nichts verstehen. Sollte man ihn verstehen? Ja, wenn er nichts sagt, kann man ja nicht verstehen, was er will. Ich meine, sollte man den Flachwitz nicht verstehen. Ja, das war. Ja, das ist. Ja. Hier, der Knüppel kommt. Ja, das habe ich verdient. Aber zum Glück kann ich schneller laufen. Bleib mal stehen! Nö! Brauch ich nicht. Warum haben die Teller keine Handbremse? Hey, warte mal. Willst du fahren oder wie? Nach Hause? Kannst ruhig fahren. Kannst ruhig fahren. Ich wollte jetzt nicht schon weiter tun, weil ich das verbinden habe. Okay. Aber weg. Warte mal, bitte. Dann gebe ich dir nochmal meine Verbindung. Aber ist bei mir alles eigentlich normal bei. Siehst du eigentlich alles normal bei mir? Na, du siehst normal aus. Ich hab mein Werkzeug-Tool, das werde ich nicht in der Hand haben, dann seid unten in der Erde. Oh. Ja, den Bug hatte ich glaube ich auch mal. Achtung, Sturm. Ja, und hier hinten ist ein Trümmerteil. Hier hinten ist ein Trümmerteil, das müssen wir uns nochmal angucken irgendwann. Weißt du, was ich fahre da gerade meinen? Was wohl beim Trümmerteil liegt, seht ihr in der nächsten Folge. Ach nö, Moment. Tschüss.